Hallo zusammen, hier ist wieder der mächtige Tywald und mit mächtig meine ich mächtig darin zu vergessen, den Stall zu bauen. Dieses Mal wollen wir es natürlich ändern. Ja, heute haben wir den 17. Tag des Sommers. Wir schauen erstmal in den TV, wie immer. Morgen wird es wunderschön und sonnig. Die Geister sind heute sehr glücklich. Nice, das hört sich an, als wäre heute der perfekte Tag für die Mine, um den Feuerquarz zu besorgen. Wir haben alles dabei, was wir brauchen, um den Stall zu bauen. Wir brauchen noch eine Dose Cola, denn der gute Sam hat heute Geburtstag. Sam ist der einzige Mensch im ganzen Tal, der Cola mag. Und unsere Sprinkler haben schon alles fleißig gewässert. Die haben heute extrem wenig selbst zu wässern. Sehr nice. Da hinten sind Würmer. Die werde ich mir gerne holen. Zack. Drei Steine. Nice. Ja, ich freue mich auch über kleine Sachen. Ja, der Sommer nähert sich ja auch mit und mit dem Ende. Wir kommen echt gut voran, muss ich sagen. Und das Spiel macht mir nach wie vor immer noch unglaublich viel Spaß. Für mich das Ziel, einfach mal wirklich komplett alles durchzuspielen jetzt mal. Das habe ich bei Stardew Valley noch nie gemacht, muss ich sagen. Ich habe ja bis jetzt nur das erste Jahr grob gespielt. So, wir wollen die Mine. Wir wollen Schlamm besiegen. Von vier roten Schleim. Schlamm. Okay. Nehme ich mal so hin. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1. So, noch irgendwas? Nö, mehr brauchen wir nicht. Wir. Oh, das ist Ernten, müssen wir noch machen. Fällt mir gerade auf. So. Mehr ist nicht reif? Nein. So, einmal den Goldknubbel da rein. Wir haben jetzt 7.40 Uhr. Ich glaube, wir nehmen noch ein bisschen Quarz mit. Oder haben wir irgendwas anderes, wovon wir mittlerweile echt viel haben? Quarz haben wir auch gar nicht so mega viel, muss ich ehrlich sagen. Hier oben ist einmal Sirupgut. Ich denke den und eins, eine, ja ich weiß, ich vergesse den Namen immer, eine Edelwicke, genau. Die bringen wir auch direkt nach Hause. Dann haben wir da schon den Platz wieder frei. Wir könnten auch das Werkzeug mal hier lassen, was wir nicht brauchen. Die Gießkanne brauche ich nicht. Die Sichel werden wir nicht brauchen. Die Axt werden wir sowieso nicht brauchen. So. Ist das die Kiste, wo ich sowas sammle? Ja. Sirup, hier rein. Den Goldbahn können wir auch direkt weglegen. Haben wir ja auch schon mal aus den Füßen. So. Und jetzt gehen wir in die City und schauen mal, was da so am Start ist. Also, auf jeden Fall müssen wir Sam finden. Der hat heute Geburtstag. Der kriegt nämlich seine Cola. Schon wieder eine Aufgabe. Oh, es läuft zwar ganz gut in den Aufgabenmoment. Clint braucht eine gefrorene Träne. Nehmen wir an, werden wir wahrscheinlich morgen erfüllen, denke ich. Mittwoch Ruhetag, okay. Yay, Müll. Bei Sam ist natürlich das Problem, der ist sehr viel in seinem Zimmer und wir haben auch nicht so Sterne, als dass er rauskommen würde. Dass wir da rein können, so. Ich will nach Käfern suchen und Mama wird böse, wenn ich mich schmutzig mache. Was soll ich nur tun? So ein Dilemma. Oh, meine Sequenz. Ah, ich mache immer unter den Kissen sauber. Diese Woche bist du an der Reihe. Grummel, grummel. Mach mal halblang, Hayley. Ich mache die meiste Arbeit in diesem Haus und das weißt du ganz genau. Oh, der neue Junge vom Hof. Er hat einen Namen, weißt du? Ich wette, du verstehst, was ich meine.
Es tut mir leid, dich hier mit reinzuziehen, Tywald. Haley beschwert sich, weil ich sie darum gebeten habe, unter den Kissen sauber zu machen. Nur weil ich sie letzte Woche sauber gemacht habe. Ach so, das ist Haley, die sagt das sauer. Nur weil ich sie letzte Woche sauber gemacht habe. Jammer nicht rum, tu's einfach. Genau. Ich denke, das hört sich gut an. Haley, warum siehst du es nicht als deinen wöchentlichen Job? Na, Grummel, Grummel. Ich glaube, es ist die richtige Antwort. In Ordnung, die Runde geht an dich. Vielleicht kann ich wirklich jede Woche übernehmen. Dann gibt es auch keinen Grund, sich darüber zu streiten. Hört sich irgendwann nach einer guten Lösung an. Danke, Tywald. Das war eine großartige Lösung, sag ich doch. Da spricht die geballte Lebenserfahrung aus mir. So, hätten wir es auch erledigt. Sagen wir noch kurz überall Hallo. Ja. Ich habe dich nicht gehört. Ich denke gerade über etwas anderes nach. Über etwas anderes als mich? Was? Im Sommer regnet es nicht gerade viel, oder? Danke, danke dir. Ich fühle eine positive Energie von diesem Gedöns. Das heißt wohl mehr Bewässerungsarbeit für dich. Ja. Immer noch Text. Oder genießt du das Sommerwetter? Diesen Stuhl hasse ich. Man kann hier einfach nicht lang gehen. Das ist total ätzend. Da ist Sam, da kommen wir wahrscheinlich noch nicht ran, oder? Damn. Ja, dann gehen wir jetzt in die Mine. Probieren da unser Glück und versuchen auf dem Rückweg das mit Sam zu regeln. Ihr wisst, was das heißt. Der mächtige Typ wird das wahrscheinlich mächtig vergessen wieder. Aber wir versuchen es. Stopp, Abigail! Hey, wer wusste, dass ich hungrig bin? Lecker Quarz. Nom, 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 nom. Immer wenn ich hungrig bin, esse ich auch einen Quarz. Wir hängen am Baum fest. Ach, diese Musik ist so traumhaft. Ah, ich erinnere mich daran, dass wir den Stall bauen wollten. Hofgebäude errichten. Der Stall bauen. Ich hab's nicht vergessen. Ich hätte es wirklich fast vergessen. Ich war schon wieder auf geistig in der Mine. Oh, bitte, bitte, bitte. Oh, das passt. Wir haben gut Platz gemacht. Da, 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 da. Okay, ich werde morgen früh damit anfangen. Damit anfangen, an deinem neuen Hofgebäudestall zu arbeiten. Danke, Robin. Oh, Tywald. Ich war ganz in Gedanken versunken über ein paar andere Schreinereiprojekte. Bei dir läuft alles okay? Wie steht es um das Balkenwerk in deiner Hütte? Du baust vermutlich eine Menge interessanter Pflanzen auf deinem Hof an, nicht? Vielleicht schaue ich mal vorbei und werfe einen Blick darauf. Geht es nur mir so oder ist es plötzlich wirklich heiß geworden? Anscheinend geht es nur mir so. Ah, der Sommer ist doch immer die schönste Jahreszeit. Und da liegen noch ein paar Weinträubchen, die wir mitnehmen können. Sehr, sehr schön. Da steht der Linus hinterm Baum. Den lassen wir jetzt mal Linus sein. Denn wir haben nicht mehr so viel Zeit und ich habe noch viel zu tun. 5 Etage Mine. Sam sein Geschenk geben. Das steht heute noch auf dem Plan. Oh, ich hatte noch einen Edelweg hier mit, habe ich ganz vergessen. Die hätte ich auch verschenken können. Und wir haben eine Angel dabei, die wir hier unten natürlich nicht brauchen. Bing, bing. So, auf ein neues. Feuerquarz, ich komme. Die Musik hier unten ist auch sehr schmissig. Feuerquarz, Feuerquarz! Unser erster Feuerquarz und der ist direkt doppelt. Yay. Durch unsere Fähigkeit Geologe direkt doppelter Feuerquarz. Ausgezeichnet, Leute. Mega nice das Ganze. Jetzt dürfen wir nur nicht sterben hier und wir haben
unsere erste große Minenaufgabe abgeschlossen. Denn wir können jetzt nämlich das Bundle abgeben für die Edelsteine. Oh, zwei Magma-Geoden für die Edelsteine. Mal eben kurz einen Blick auf die Bundles werfen. Das war hier im Heizraum, damit wir die Lorenapparatur fertig kriegen. Da brauchen wir das Geologen-Bundle und das Schmied-Bundle. Schmied-Bundle ist easy going, da brauchen wir bloß drei Barren für, die haben wir ja schon. Fürs Geologen-Bundle fehlt uns noch der Erdkristall, die gefrorene Tränen und der Feuerquarz. Und das haben wir auch alles im Lager. Mega nice. Das werden wir versuchen, heute noch zu schaffen. Oh, fünf Eisenerz aus so einer Kiste. Nice. Und noch eine Lore mit Kohle. Und jetzt vor allem die Treppe. Und wir haben die Aufgabe abgeschlossen, ganz nebenbei gerade. Wie ihr gehört habt, ist das Pling. Die fünf Schleime getötet. Ich könnte sagen, it läuft, Leute, it läuft. So, da haben wir nochmal einen Aquamarin. Einen doppelten Aquamarin, sehr gut. Du musst auf die Energie achten, die Slimes sind doch ein bisschen hartnäckiger als es sein sollte. Da oben, der haut einfach ab. Stopp! So. Noch zwei Etagen brauchen wir. Das sollten wir eigentlich hinkriegen, alles. Priorität auf jeden Fall gleich Sams Geschenk. Bisschen Freundschaft aufbauen, damit wir bei Sam auch langsam mal die zwei Herzen haben, dass wir ihn auch in seinen Privatgemächern besuchen dürfen. Und wir sollten bald die Spitzhacke aufwerten. Es geht mir schon ein bisschen auf die Nerven, dass die so extrem schwach ist. So, bitte jetzt keine Fledermäuse mehr. Ich will einfach jetzt nur die Treppe finden. Ich habe das Gefühl, die Treppe bei so Maps ist sehr gerne in der Mitte. Wieder einmal bewahrheit sich die Tywald-Wahrheit. Und da ist auch die nächste Treppe schon. Sehr gut. Das heißt, wir müssen keine Treppe mehr suchen. Da ist noch eine. Yay. Ist ja meistens so, wenn man dann schon eine Treppe sieht, dann findet man auch meistens die zweite, dritte, vierte. Hier ist nichts mehr. So, wir haben echt viel hier rausgeholt. Also diese Runde war echt gut in der Mine. Da oben steht auch noch ein Quarz, der direkt in unsere Taschen wandelt, wandert. Wir sollten jetzt nur nicht noch sterben. Das wäre sehr nice. Vielleicht heile ich mich jetzt mal kurz. Weil das ist mir schon hier, ne, hier schon ein bisschen knapp, die Energie. Okay, das ist sehr viel Gold. Noch ein Rubin. Okay, Fledermaus-Action. Okay, wir übertreiben jetzt noch ein bisschen. Wir heilen uns direkt nochmal. Wie gesagt, das Ziel ist es, nicht zu sterben. Und solange gerade die Fledermaus-Action am Laufen ist, wird nichts riskiert. Okay, ich denke, das war's. Der Nebel verzieht sich. Die Höhle ist echt groß. Schade, jetzt ziehen wir irgendwas Geiles raus und dann hätten wir echt mega viel Zeug rausgeholt. Aber hier ist noch ein roter Dings, die Rubine. Also wir können uns dieses Mal auf jeden Fall nicht beschweren. Mach hier noch den Helmtypen kaputt. So, da ist noch eine Solar-Essenz drin. So, direkt mal an die Kiste. Wir brauchen auf jeden Fall die... Da haben wir noch die Zwergen-Schriftrolle. Die müssen wir auch noch in den Bunter abgeben. Ja, was lassen wir erstmal hier? Was ist jetzt nicht so wichtig? Das Fasergedöns. Wir brauchen auf jeden Fall die Cola und den Müll, würde ich gerne mitnehmen. Und die Solar-Essenzen. Und die Fledermaus und das und das und das und das.
Eigentlich möchte ich alles mitnehmen. Dafür haben wir nicht noch Platz. Ja, komm, lass mal das Holz erstmal hier. Das ist jetzt nicht so mega wichtig. Die Angel braucht auf jeden Fall ein wenig Zuneigung. So. So. Das sollte reichen. Okay, was ist das Ziel? Das Ziel ist, Sam finden, die Cola übergeben. Hey, Sebastian, warum sollte man nach draußen gehen? Ich habe alles schon gesehen. Ja, in seinem langen Leben hat er schon alles gesehen, der Sebastian. Wo könnte Sam sein? Meistens ist er ja irgendwo in der Nähe von seinem Haus. Macht da irgendwelche Skater-Tricks. Wir haben hier keine Schule. Aber ich gebe alles, um Vincent und Jess ordentlich zu erziehen. So, wir haben hier noch eine Edelwicke, die ist für dich. Danke dir, das sieht speziell aus. Jedes Kind verdient eine Chance, erfolgreich zu sein. Ist die Aussage, das sieht speziell aus, gut? Okay, wahrscheinlich ist Sebastian jetzt nicht zu Hause. Ernsthaft, der steht jetzt nicht zu Hause rum? Warum? Der hat Geburtstag, der Typ, der soll irgendwas draußen machen, mit Freunden treffen oder so, der soll nicht drin in seiner Hütte hocken und nichts machen. Immerhin ist der Luis da. Ah, Tywald, du hast uns bei unserem Schleimproblem geholfen. Danke dir. Ich hoffe, es war nicht zu viel Arbeit für dich. Diese Schleime können in Gruppen ziemliche Gefahr sein. Ja, das weiß ich. Es sollte dank deinen Bemühungen jetzt etwas einfacher sein, auf Erkundungstour zu gehen. Viel Spaß mit deiner Belohnung. 500 Money. Ja, was machen wir jetzt? Sebastian möchte nicht mehr raus aus seinem Haus. Der Bar hängt jetzt auch nicht zufällig rum, ne? Mittwochabend. Ist wahrscheinlich nicht die Zeit, wo so Jugendliche in der Bar rumhängen. Hey, was brauchst du? Ja, ich glaube, da haben wir die Chance für Sebastians Geburtstag ganz geschickt verpasst. Da kommt Remo auch den anderen schnell. Ich habe heute einen ganzen Eimer Milch auf den Boden verschüttet. Es war furchtbar und so eine Verschwendung der harten Arbeit meiner armen Belinda. Okay. Seufz, hey Kind, du bist zu jung, um hier Trübsal zu blasen. Hallo Tywald, ich bin froh, dich zu sehen. Du bist immer willkommen. Emily, haben wir ja schon mit drüber geredet. Wir erinnern uns an den Streit mit Haley. Shane ist mir jetzt erstmal egal, der ist im Ehemann grantelig zu uns. Ja, ich denke, dann haben wir den Geburtstag von Sebastian ganz geschickt verpasst. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Ich meine, wir haben noch genug Chancen. Man muss ja auch nicht mit jedem gut befreundet sein, denke ich. Dann schaffen wir eigentlich noch das Bundle abzugeben. Sollten wir eigentlich noch schaffen, oder? Da ist auch schon der Bereich abgesteckt für unseren Stall. Da freue ich mich schon drauf. Okay, wir brauchen das nicht, das nicht. Das erstmal nicht. Das nicht, das nicht, das nicht. Der kann ruhig da bleiben. So, wir brauchen zweimal Frozen Tear. Und einmal einen Erdkristall. Den Rest lassen wir jetzt. Ich versuche einfach mal noch geschwind die Sachen abzugeben. Ich denke, das dürften wir eigentlich schaffen. Weil das würde heißen, über Nacht wird der Minenkarren fertig und wir können ab morgen die Mine benutzen. Das wäre echt ein, also die Lore benutzen. Das wäre mega super.
Wie lange ist das Saloon offen? Könnten wir da den Clint noch antreffen? Da ist er sogar noch. Hey, du hast mir gebracht, wonach ich gefragt habe. Sieht perfekt aus. Mal sehen, hier ist dein Geld. Das bedeutet, zwei Quests heute fertig gemacht, 700 Geld verdient, 725 sogar. Sehr nice. Ich habe die Barren vergessen. Die müssen wir auch abschließen. Verdammt! Okay, das bedeutet, Kommando zurück, wir machen die Mine erst morgen fertig. Traurig, aber so ist es. Und kümmern uns heute noch um irgendwas anderes, mal gucken gleich. Irgendwas wird uns schon einfallen. Mit irgendwas meine ich, wir werfen aber Minütchen die Angel ins Wasser. Mir kommt es auch vor, als hätten wir letzte Zeit extrem wenig geangelt. Oh, eine Kiste. Wir haben ja auch viel Glück, deswegen viele Chance auf, eine hohe Chance auf Kisten. Deswegen viele Chancen auf Kisten. Eine Brasse und ein Schatz mit einem Diamanten. Ja, wer sagt's denn? Hat sich schon mal gelohnt, einfach mal hier die Angel reinzuwerfen. Einer geht noch. Dann soll es das auch gewesen sein für heute. Außer natürlich, wenn wir eine Alge fangen, dann gilt einer geht noch nicht. Aber jetzt ist wirklich gut. Oh, der ist gar nicht fertig. Das hat sich gerade angehört, als wäre fertig. Alles andere machen wir morgen. So, ins Bett gehen. Korrekt. Wir erreichen im Kampf die Stufe 6. Das heißt, wir haben weitere 5 Lebenspunkte. Wir können jetzt die Schleim-Eierpresse herstellen. Die habe ich noch nie gebaut und noch nie benutzt. Ich glaube, das ist mal etwas, was wir uns hier im Let's Play auf jeden Fall anschauen könnten. Ob es cool ist, weiß ich nicht, aber ich meine, es ist eine Schleim-Eierpresse. Yay! Und Knoblauchöl habe ich auch noch nie gemacht. Oh mein Gott, wir hatten heute keinen Screen mit Geld. Wir haben nichts verdient. Der Fernseher heute wieder, der Wetterbericht. Morgen wird es wunderschön und sonnig. Die Geister sind heute leicht verstört, heute nicht so viel Glück. Brauchen wir heute auch nicht, denn heute werden wir nicht in die Mine gehen. Oder gehen wir in die Mine? Ich weiß noch nicht. Der Sommer ist bekannt für seine Gewitterstürme. Wenn du weißt, wie man einen Blitzableiter herstellt, kannst du die Elektrizität nutzen, um Batterien herzustellen. Diese können dann verkauft oder zur Herstellung von Objekten genutzt werden. Das ist sehr nice. Ich hätte den verkaufen können. Okay, wir gehen auf jeden Fall in die Stadt gleich, deswegen werden wir uns mal die Kohle nehmen wir jetzt mit, vielleicht sehen wir Sam so und kriegt die mal so als nachträgliches Geschenk, was natürlich nichts bringt, aber er wird sich wahrscheinlich freuen trotzdem. Okay, wir gehen jetzt erstmal alles bewässern, bevor ich jetzt mein Inventar vorlade. Ich habe heute auch extrem viele Sprachfehler. Wieder eine ganz gute Ernte. Da komme ich nicht dran. So. Verkaufen das und das war's, okay. Das heißt, wir haben 2 freie Felder. Was machen wir damit? Ah, ich höre, Robin ist fleißig am Arbeiten. Sehr, sehr gut für uns. Wir haben heute Donnerstag. Das heißt, morgen ist wieder Tag für den Traveling Merchant. Die Aufnahme werde ich wahrscheinlich erst in 1-2 Tagen machen. Dann werde ich das wahrscheinlich vergessen haben, dass das Freitag ist und nicht dran denken. Aber es wäre eigentlich mal ganz cool, wieder zu gucken, ob ein paar Angebote da sind. Mal schauen. So, 2 Pflanzfelder sind frei. Ich denke mal, wir hauen da einfach
kurz ein bisschen Platz schaffen hier. Das ist sowas. Die Edelwig nehmen wir natürlich damit als Geschenke. Dann haben wir noch das, das und das. Haben wir noch Geoden? Haben wir noch? Nehmen wir natürlich mit. Irgendwas von Gunther noch? Sieht jetzt nicht so aus. Gucken wir nochmal hier. Hier. Wir brauchen einen goldenen, einen davon Barren. So, jetzt haben die Barren auch alle. Das heißt, die beiden Collections sind abgeschlossen. Irgendwas, wo noch Gunther dran steht. Gunther kann dir, haben wir mit. Okay, ich denke mal, das war's. Dann gehen wir Richtung City. Ich habe keins reingetan. Na egal, machen wir nachher. Da steht noch eine Gewürzbeere. Dieser Baum sollte mal bitte etwas schneller wachsen. Das ist nämlich der, der auch fehlt mit einem Trapper. Also mit einem Zapfhahn auf Deutsch. Diesen Namen werde ich mich nie gewöhnen. Ich weiß, er macht zwar Sinn, aber trotzdem werde ich mich wahrscheinlich nicht dran gewöhnen. Eine Aufgabe für heute, yay. Was willst du? Lass mich in Ruhe. Da ist wieder Everybody's Darling Chain. Schleimjäger für 8 rote Schleims. Okay. Okay. Erst war der Plan eigentlich, dass wir jetzt eine Runde an den Strand gehen, aber wenn wir für 8 rote Schleims 1000 Geld kriegen, sollten wir vielleicht nochmal 5 Etage Mine machen. Halte ich für keine schlechte Idee. Dem Museum spenden. Ein Diamant. Habe ich jetzt ernsthaft einen Feuerquarz abgelegt? Okay, lassen wir den Feuerquarz erstmal hier. So. Müssen wir nochmal irgendwann zum Gunther gehen. Oh, eine Zwischensequenz. Seufz, wie soll ich an diesen Brief da hinten kommen? Ich schaffe das, Herr Mulder. Mulder? Okay. Hier, bitteschön. Grummel, grummel, grummel. Ich hätte es auch selbst geschafft und ich kann mich auch sicherlich alleine bewegen. Für wie zerbrechlich hältst du mich? Tywald, du hast uns beobachtet? Habe ich. Das wäre sehr nett von dir, Penny. Danke. Ich wünschte nur, George wäre nicht so aufgebracht. Ich wollte nur helfen. Seufz, es tut mir leid, Fräulein. Ich hätte nicht so wütend werden sollen. Es war eigentlich ziemlich nett, dass du mir geholfen hast. Schon in Ordnung, Herr Mulder. Ich verstehe es. Sie sind alt und verbittert. Es muss schwierig sein, alt zu werden. Jetzt haben wir hier jetzt eine moralische Frage an uns. Tja. Es ist einfach ein anderer Lebensabschnitt. So. Du hast recht, wir sollten die Realität des Alterns nicht ignorieren. Je eher wir uns mit unserer Sterblichkeit abfinden, desto mehr Zeit können wir im Hier und Jetzt verbringen. Ja. Auch ein interessantes Thema am Leben an sich, das Sterben, mit dem sich jeder mal irgendwann befassen muss. Auch dieses Spiel bringt uns näher, sich damit auseinanderzusetzen. Nun, es war interessant, mit dir zu reden, Tywald, ich sollte gehen. Gut, hätten wir das auch hinter uns. Dann machen wir auf Knacki Knacki Gerudel. Ein Erdkristall, nice.
Ein lilaner Brocken. Obsidian. Oh, okay. Schön. Erde, also Lehm. Und ein Zitronenstein. Das schreit doch geradezu alles dazu, danach, dass wir nochmal zum Gunther gehen und alles schön spenden. Obsidian, Zitronenstein. Keine Belohnung. Gunther ist heute nicht so spendabel. Der 18. Sommer. Hat eigentlich heute jemand Geburtstag? Habe ich gar nicht geguckt jetzt. Nein, niemand. Sehr gut. Nachdem wir gestern ja schon den Geburtstag von Sam ganz schön verpennt haben. Ich habe ja dran gedacht, aber Sam wollte einfach nicht aus seinem Zimmer rauskommen. Das war... Er war da echt nicht so kooperativ zu mir. Die Schuld sehe ich da weniger bei mir als bei ihm. So. Das Schmiedbundle. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt Belohnung bekomme. Mal gucken. Ah, ein Ofen. Schön. Ein zweiter Ofen ist auch gut. Und das andere Bundle ist das, das und einmal ein davon. Und da kriegen wir 5 Omnigionen. Yay, das ist nice. Was ist hier los? Die Juminos drehen durch. Wir sind die Junimos, die Hüter des Waldes. Und der Heizraum ist repariert. Sieht er nicht schön aus? Traumhaft. Beobachte ihn. Er ist so langsam, ne? Eigentlich müsste jetzt hier ein Stern hinzukommen, oder? Aber er ist so langsam. Ach Leute, wir gucken jetzt im Juni mal nicht zu, wie er hier hochläuft. Denn wir haben auch noch andere Sachen zu tun. Zum Beispiel 10 rote Slimes töten. Ich habe meine eigenen Gründe dafür, alleine zu leben. So, wie immer, ganz schnell ein paar Sachen wegbunkern, die wir nicht brauchen jetzt. Den brauchen wir nicht, den brauchen wir nicht, den nicht, den nicht, den nicht, den nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Also ihr seht, diese Kiste hier am Anfang der Mine ist wirklich mega sinnvoll. Ich habe das bei meinen ersten 2, 3 Durchläufen auch nicht gemacht. Habe das danach in einem YouTube-Video wirklich gesehen, dass es das möglich ist. Und es ist einfach super. Es spart einem so viel Zeit, dass man da Sachen ablagern kann. Haben wir irgendwelche Aufgaben noch? Ah ja, lege Monster. Da sind wir gerade dran. Okay, jetzt gibt es aber ordentlich Geoden. Jetzt haben wir wieder 7 Geoden zum Knacken gleich. Nicht verkehrt. Okay, die Treppe war nicht hier. Dann ist die vielleicht hier. Und noch mehr Feuerquarz. Und ganz wichtig, rote Slimes. Sogar einige. Und noch ein Feuerquarz. Okay. So. Wie viel haben wir jetzt schon? 4 von 8.
Was mich mal interessieren würde, ob die Slimes auch in der anderen Mine zählen würde. Wenn es überhaupt Slimes gibt, ich weiß gar nicht. Ich war noch nie in der Mine in der Wüste. Aber wenn es da Slimes gibt, zählen die dann auch für diese Aufgabe oder ist das wirklich für diese Mine? Ich weiß es nicht. Wir haben keine Treppe gefunden, das ist ein bisschen schade. Oder? Nee, aber wir haben eine Bombe. Wir könnten also relativ viele Steine kaputt bomben. Hier. Und hier ist keine Treppe gewesen, okay. Dieser rote Nebel ist in letzter Zeit aber echt hartnäckig. Ich meine, diese roten Fledermäuse müssten ja auch bald schon hier zu den gefährdeten Arten zählen hier in Stardew Valley. Scheinbar ist die Treppe irgendwo hier im mittleren Bereich. Danke, danke. So, die nächste Treppe darf jetzt wieder was leichter kommen. Hier ist wieder etwas entspanntere Musik. Ein Eisenbarren, sehr schön. Ernsthaft, schon wieder so viele Fledermäuse. Da ist noch ein roter Schleim. Ach, danke. Die Treppe kann ich noch was früher. Roter Slime, der mehr rosafarben als rot ist. Und da war das Pling, die haben die Aufgabe bestanden. Jetzt müssen wir nur die beiden Etagen schaffen und dann sind wir gut dabei. So, mal ein bisschen das heilen. So, vielleicht haben wir Glück und hinten steht die Leiter so rum. Vielleicht schaffen wir es ja noch früh genug hier rauszukommen, sodass wir... Oh nein. Und ich sehe, wie mein Plan zunichte geht. Denn dieser blöde Nebel kostet echt immer viel Zeit. Nochmal die Zwergenschiffsrolle 3, die haben wir schon. Okay, wir heilen uns besser schnell. Okay,
wir haben es gepackt. Puh. So viel Action hier ist nicht gut im Moment. Gib mir die blöde Leiter, Mann. Danke. Okay, spiralförmig, das ist echt nicht gut. Die sind immer ziemlich groß. Wir essen jetzt noch den dritten Hopfen. Ich glaube, es kommt Nebel. Da ist die Leiter, das ist gut. Die halten uns mal im Auge. Da ist noch eine Leiter, sehr gut. Platz mehr. Das ist korrekt. Deswegen werden wir diese Alge essen. Oh, ernsthaft so viel Gold. Wir haben jetzt gerade noch echt keine Zeit für. Ja, das wird mir zu knapp. Das wird mir definitiv zu knapp. Oh, eine Sternfrucht. Also eine... Ach, wie heißen die nochmal? Sternfallfrucht. Ja, genau. Maximale Energie wurde erhöht. Ja, sehr schön. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt die Etage abgebrochen. Vielleicht machen wir die nochmal irgendwann. Die Kisten sind ja dann da. Das wird mir jetzt echt zu knapp. Wir haben jetzt noch eine Stunde 20, bis wir safe nach Hause kommen. Das wird mir echt zu knapp. So, müssen wir mal hier kurz gucken, was wir unbedingt brauchen. Die Gießkanne auf jeden Fall. So. Alles andere können wir später abholen. Und jetzt müssen wir nach Hause sprinten. Erledigt hatten wir alles, ja. Wäre echt doof, wenn wir jetzt noch irgendwie einschlafen und dadurch den Tag versauen. Mit dem Lorenwagen wäre das jetzt schön easy gegangen. Einfach einsteigen, fertig. Und man ist schon fast zu Hause. Ja, okay, sieht gut aus. Wir haben nichts gepflanzt. Nein! Wir pflanzen morgen was, sollte auch ausreichen. So, in dem Sinne gehen wir jetzt ins Bett und beenden den Tag. Und die Aufnahme. Oh, wie man jetzt sieht, die Julimos sind nicht untätig. Sie reparieren uns hier die Minenwagen mit ihrem rhythmischen... Level up. Minenarbeit, Stufe 6. Plus 1 Spitzhacken-Effektivität und wir können jetzt die Bomben selbst herstellen. Das ist sehr schön. Aus 4 Eisenerz und einer Kohle oder so irgendwie. Sind die gemacht, ziemlich gut. Ansonsten nochmal unsere Money-Auflistung. Okay. Hofer bei 1600. Der Blumenkohl, 4 Stück. Das heißt, wir haben pro Dingen, pro Blumenkohl, 4x4 sind...
Wie komme ich auf 4 mal 4? 16 durch 4 sind, ja, 4. 400 pro Glas Blumenkohl gekriegt, das ist echt gut. Nicht schlecht. Der Pilz war auch gut und die Brasse natürlich. Ah, die Brasse hat mir eh reingetan, hätten wir eh den Zwiebel gekriegt. Okay. Also, wir haben ja viel Geld gemacht heute. Ja, wir haben heute einiges geschafft. Ja, wir haben den Stall gebaut, der sollte dann morgen übermorgen fertig sein. Nächste Aufnahme auf jeden Fall. Werden wir uns die ersten Tiere zulegen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge. Wie immer gilt, schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Stardew Valley. Bis dann, der Tywald. Tschüss.